Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, wie ihr uns schwer erkennen könnt, sind wir im letzten Part, haben wir an einer anderen Stelle aufgehört. Und zwar sind wir jetzt am Ballturm. Ja, ich glaube, wir haben hier aufgehört. Kammer auf Torseite. Denn wir hatten ja hier noch einen zweiten Weg. Ja, ich weiß, da waren noch ein paar Soldaten. Das hebe ich mir noch auf. Weil hier gibt es ja noch einen zweiten Weg. Den machen wir jetzt erstmal. Wir waren da unten. Irgendwo, glaube ich. Oder noch weiter hinten. Auf jeden Fall irgendwo da unten. So, und dann gucken wir mal, was uns heute hier erwartet. Auf jeden Fall, guck mal, die komischen Vogelfiecher. Ach, siehst du, ich wollte noch Pfeile herstellen, falls ich kann. Oh, viele werden es nicht, ey. Schaden. Sturmschwingen, Knochenpfeil. Im Vergleich zu denen. Komm, machen wir einfach mal. Was geht? Dann gehen wir in die Ausrüstung. Hier haben wir 65er. Ne, hier, Pfeile. 35 und 45. Noch ein Pfeil. Okay, wir machen die mal weg. Wir machen jetzt Sturmschwingenpfeile. Nee. Die machen 45. Die machen 55. Die machten nur 35, okay. Na, dann spielen wir erstmal mit denen, bis sie leer sind. Nu? Okay, den haben wir schon mal. Das war der erste. Wie ich sehe, sind aber auch überall Sprengfässer, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt einfach einen Feuerball dahin schmeiße? Okay, das hat der Vogel mit mir auch gemacht. Sehr interessant. Ey, jetzt wird's heikel. Ach so. Ja, erzähle ich euch gleich, wenn ich mit dem Kampf fertig bin. Wir haben nur noch 2000 Seelen. Und zwar habe ich 4000 ausgegeben für den letzten Schlüssel in der Tafelrundfeste. Wo wir im letzten Part aufgehört haben. Dachte ich mir, investiere ich einfach mal. Dann haben wir zumindest den Schlüssel noch. Alter, dieses Schwert mit der Reichweite ist hier gerade Gold wert, ne? Okay. Kommen wir jetzt hier noch mehr davon? Verborgener Pfad voraus, daher hat Springen voraus benötigt. Achtung, Introspektion. Tatsache. Okay, warte. Gut bewerten. Dann gehen wir hier einmal runter. Hallöchen. Wo sind wir denn jetzt? War ein sehr krass verborgener Pfad. Okay, krass. Da ist ein Item. Ramponierter Holzschild. Okay, gucken wir uns kurz an. Löst Blutung. Was? Ein Schild mit Blutungsverlust? Krass. Schlecht. Gut, aber hat nur eine 85%ige Blockchance. Hier wartet der Tod. Hier geht's zurück. Oder was? Hier wartet auch der Tod. Gucken wir uns kurz den Blutfleck an.
Er wurde da bestimmt auf den Vorsprung und da rutscht er ab. Okay. Na gut, dann hier lang. Okay, shit. Wo bin ich denn jetzt? Kriegsasche, Sturmangriff. Wow. Ich dachte gerade, scheiße, jetzt stirbst du. Und du bist hier total weich gelandet. Okay, krass. Kriegsasche, einfach mal eine Kriegsasche hier unten. Okay, aber... Was ist das für einer? Waren wir hier schon? Na ja, klar, dass jetzt hier wieder irgendwelche Gegner kommen. Ach du... Shitty! Du bist... Dunkelschmiedstein, geil! Schwert wieder upgraden. Geil. Okay. Scheiße. Alter, das ist doch der Typ, den wir in dem einen Siegelgefängnis gemacht haben. Und den soll ich jetzt besiegen? Niemals besiege ich den. Niemals. Oh, zumindest den Dunkelschmiedstein hier holt. Oh, what? Okay. Aber diesmal kann ich mir Freunde holen. Hoffe ich, dass es funktioniert. Wir versuchen es einfach mal. Mehr Spieler. Das hier. Gast wird herbeigerufen. Guten Tag, mein Freund. Wie geht es Ihnen? Auf geht's, mein Freund. Okay. Ich hoffe, der weiß, also ich hoffe, er kommt mir dann dem Vater hinterher. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich will jetzt hier nochmal lang. Hallöchen. Okay, er kommt mir also hinterher. Das funktioniert. Gut. Und jetzt machen wir den da. Ist der jetzt nicht mehr da? Doch. Wie kommt er? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was? Der kann doch fliegen? What the fuck?
Irgendwas haben wir gestrickt. Aspekt des Schmelztiegelhörner. Schmelztiegels. Hörner. Geil. Gut, weiter geht's. Gucken wir uns das jetzt hier noch an. Wo es hier lang geht. Ah, hier ist einer der Aufzüge, okay. Da wartet nur der Tod. Okay, hier wäre man also auch so dann hingekommen und deswegen haben wir es blockiert, ist ja interessant. Hey, holst du den Fahrstuhl wieder runter? Das wäre sehr nett. Danke. Genau, irgendwo was, wo man abspringen kann. Sieht nicht so aus. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, nice. Dann können wir jetzt noch weitergehen. Cool, cool, cool. Gefällt mir. So, was kommt jetzt hier noch? Wieder so ein blöder Vogel, ey. Schmiedestein hat er bewacht. Sehr gut. Komm doch, komm doch, komm doch. Jetzt chill doch mal deine Base. Okay, da ist noch ein Item. Hier ist noch ein Item. Geht's aber nicht weiter. Ich da schon rein. Oder will ich mir erstmal das da holen? Okay. Oh. Oh oh. Was ist er da für einer? Zwei Doppelklingen. Interessant. Was zum... Alter, wie er abgeht mit seinen Doppelklingen. Krass. Okay, dann holen wir uns nochmal einen Friend. Danger Ranger, Junge. Was ein Name. Da drüben waren wir gerade. Der Danger Ranger. Oh. Ups. Hey. Das ist natürlich auch eine Methode.
Dann gucken wir mal, ob der Typ jetzt nochmal kommt. Ich hab das beim letzten Mal einfach noch nicht gesehen, dass da ein Invader kam. So, hier war doch noch ein Item, genau. Kuriki. Oder Kukri. Kukri heißen die, ne? Und jetzt? Bin ich jetzt hier wieder weg? Hä? Hallo? Okay. Habe ich gar nicht gesehen, oder was? Aha. Wer bist du? Der tötet da fleißig die ganzen Leute für mich. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something. Here in the castle, when I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out. If it please. Okay, was hast du denn? Kriegsasche, Schimmerstein, Kiese, Kiesel. Zur Verwendung mit Schwertern und Stangenstoßwaffen. Okay. Was denn noch? Gar nichts weiter. Oh, keen to learn another. Nee, lass mal. Wo bin ich jetzt hier? Ich muss immer erst alles erkunden. Der Typ ist einfach schon weitergerannt. Okay, hier hat er die zwei Viecher getötet. Nicht das Problem. Okay, gibt keinen anderen Weg. Müssen wir da lang. Da geht's wieder hoch. Oder ist das die andere Seite von der Kirche, wo wir gerade aufs Dach gesprungen sind? Ja. Ja. Oder? Ja, oder? Ja, es ist das. Okay. Okay. Weiter geht's. Er hat da wieder ein paar Leute abgemeuchelt. Wo sind wir jetzt? Ein Item für mich. Ach du Heilige, wo sind wir denn jetzt? Das ist schon wieder so ein Digger. Nee, das ist ja nicht. So ein normaler Dude.
Hier ist eine Kiste, okay. Der Part wird entweder etwas länger oder ich werde den in zwei Parts splitten. Mal gucken. Hier kommt man doch. Doch, hier kommt man wieder zurück. Ich lass mich jetzt einfach mal ein bisschen führen von dem. Ich muss erst gucken, was hier lang geht. Nirgendwo. Habe ich dir deinen Arsch gerettet? Alter, du machst aber eine Menge Crit-Damage. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Ah, ein Trüchen. Wir haben Schleier des Imitators. Okay. Was ist das? Inventar. Schleier des Imitators, da. Verbraucht FP, imitiert Objekte in der Nähe. Okay, cool. Ach, er hat sich gerade in so ein Objekt verwandelt. Okay, verstehe ich. Alles klar. So, was haben wir hier? Eine Tür. Geht nur von der anderen Seite. Besseres Fleisch, okay. Was war das? Was bist du denn? Das ist doch das Vieh vom ganz vom Anfang. Der Tutorial, der allererste Tutorial-Boss. Oder? Natürlich. Der Danger Ranger. Oh Mann. Shit. Shit, shit, shit. Na gut, dann bleibt's halt bei einem Part. Ein etwas längerer Part. Aber gut, okay, da kommt also wieder so ein Mini-Boss.
Gut zu wissen. Also endet auch dieser Part wieder einmal mit einem Tod. Dann bleibt mir wieder nichts zu sagen als recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank. Haut da rein.